haben einem Mädchen gesagt, du wiegst zu viel. Genau so ist es bei mir angekommen. Ich, geheult. Q, ich so, ja, ne, aber muss sein. Haben sie es auch so nett formuliert oder haben sie es anders formuliert? Sie haben es gar nicht gezeigt. Nee, aber ich meine, wurde es dir gesagt? So, also, oder haben sie gesagt, du bist zu dick? Willkommen bei einem neuen Video. Heute geht es wieder um die Frage, was wurde eigentlich aus? Und in dem Fall geht es um Hannah. Und Hannah wurde in der 5. Staffel 2. Das war im Jahr 2010. Und ich dachte, ich wollte einfach mal rausfinden, wie das damals war, wie sie es heute sieht. Ja, und ob sie sagen würde, dass es sich gelohnt hat. Und ich habe mir super viele Fragen aufgeschrieben. Das bedeutet, es könnte ein sehr langes Interview werden. Und los geht's. Ich freue mich, dass ihr alle am Start seid, meine Lieben. Ja, Daumen nach oben an dieser Stelle für dieses jetzt schon mal tolle Video. Ich glaube nämlich, dass es sehr, sehr spannend wird. Wir haben ja schon vorher so ein paar Sachen mal besprochen. Und ihr kennt ja Hannah wahrscheinlich und könnt sie auch gerne stalken im Internet. Sagt man ja heute so. Instagram ist unten in der Infobox eingebunden und YouTube natürlich auch. Du machst jetzt auch YouTube, ne? Ja, ja. Wow, ja, was für ein Schritt wieder jetzt so, ne? Ja, ja. Aber was mich total interessieren würde, und ich weiß, das ist für den Einstieg eine wirklich richtig krasse Frage, finde ich jetzt jedenfalls, ja. Würdest du sagen, bei Germany's Next Topmodel wird nach einem Topmodel gesucht? Ich habe das Gefühl, immer weniger. Ich habe das Gefühl, am Anfang war es noch so, da hat man so die eine Granate gesucht, die irgendwie alles kann, total wandelbar ist und jeden Job erfüllen kann. Aber ich glaube, heute sucht man immer mehr auch ein Vorbild, das für viele irgendwie jemand sein kann, nach dem man nacheifern will, weil er etwas gut umsetzt. Also nicht nur im Modelbereich, sondern im Leben. Als du dabei warst, hattest du das Gefühl, okay, ich kann wirklich Topmodel werden. Also ich meine jetzt nicht Germany's Next Topmodel, das natürlich auch, sondern man lebt ja dort in so einer Bubble und ich meine, krasse Fotografen und Heidi Klum und mega Jobs. Vielleicht kannst du auch über andere Kandidatinnen sprechen, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Glaubt man wirklich, okay, jetzt geht die kometenhafte Karriere los? Nee. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das Potenzial dazu hätte, die ganze Welt zu erobern. Im Modelbereich. Nein, das hatte ich nicht. Aber auch, weil ich im Vergleich zu allen anderen in meiner Staffel irgendwie, ja, ich weiß nicht, immer so drunter lag in meinem Empfinden. Also ich war ein bisschen kleiner als alle anderen. Ich hatte nicht die Maße wie alle anderen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper allein mir es schon nicht ermöglichen wird, in Mailand, Paris zum Beispiel zu laufen, weil mein Körper einfach dafür nicht gegangen wäre. Ich hatte eher das Gefühl, zu dem Zeitpunkt zumindest noch, dass ich vielleicht Schauspielerin werden könnte. Ich meine, es ist nicht so was geworden, aber, aber das hatte ich halt eher gedacht, als tatsächlich, dass ich irgendwie die Laufstege der ganzen Welt erobern könnte. Aber wenn du schon so skeptisch warst während der Sendung, wie ist denn dann überhaupt die Idee entstanden, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich jetzt in diesem Format? Ja, also... Also hast du die Staffeln vorher überhaupt geguckt? Nee. Also ich, echt nicht? Ja, so die Staffel vorher. Okay. Also mit Sarah Nuhr, das fand ich ganz toll. Das habe ich geguckt. Aber ich habe, also das war so die erste, die ich verfolgt habe. Ich hatte zwar davon gehört und ich wusste auch von Barbara Mayer, dass sie gewonnen hatte und fand die auch wunderschön. Aber ich habe das nicht so geschaut und wusste, dass das in den Staffeln immer so und so läuft und dass ein Nacktshooting kommt und all diese ganzen Sachen waren mir nicht so auf dem Schirm. Und ich habe mich beworben, nicht weil ich gedacht habe, boah, ich habe voll das Zeug dazu, sondern ich wusste, dass das Casting in Köln sein wird. Und das war nicht so weit weg. Und dann kann man ja mal Heidi live sehen. Und dann habe ich mit einer Freundin gewettet, eigentlich nur, damit wir überhaupt hingehen. Wer weiterkommt, muss der anderen ein Wellnesswochenende schenken. Hat sich gelohnt, die Wette für deine Freundin auf jeden Fall. Ja. Oder ist sie auch weitergekommen? Vielleicht sogar? Nee. Okay. Sie hat mich voll im Stich gelassen. Sie ist nicht mal aufgekommen. Ah. Okay. Ja. Das war ja so ein riesen offenes Casting, ne? Ja. Also das war ja irgendwie so ein riesen Ding. Und dann bist du weitergekommen. Also hast du dir auch schon Gedanken darüber gemacht, was denn passiert, wenn du wirklich weiterkommst? Also ich meine, gut, man kann immer noch sagen, oh ja, gut, ich möchte es auch nicht. Ich gehe nicht mit auf Reisen. Aber war für dich gleich klar, okay, wenn du wirklich weiterkommst, dann gehst du die ganze Reise mit?
Man muss zu einem Casting einen Koffer mitbringen. Mit allen Sachen. Also zum Wechseloutfit. Für wie lange? Für so 10 Tage oder für so ein paar Tage, okay, braucht man auf jeden Fall ein paar Sachen. Okay. Und ich habe einen Koffer mitgenommen, weil ich gedacht hatte, es fällt bestimmt auf, wenn ich ohne Koffer komme. Und dann hatte ich diesen Koffer dabei, da war nichts drin. Da waren hohe Schuhe drin, weil ich komme ja nicht in hohen Schuhen dahin. Ja. Und dann standen da schon total aufgebrezelt und ich, Jeans, T-Shirt und einen Koffer mit nur Schuhen drin. Und deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, also wirklich weiterzukommen. Ich dachte vielleicht, wenn ich nochmal laufen muss, dann habe ich wenigstens Schuhe dabei. Und dann war es aber, ich wurde auch gar nicht genommen. Ich wurde nicht genommen. Ich bin über den Laufsteg gelaufen und vor mir wurde jemand angehalten und ich war sehr dicht dahinter. Die haben immer auf so einen Passer gedrückt, wenn sie jemanden gut fanden, dass man gesagt hat, so stopp, okay. Und die vor mir wurde angehalten und ich stand direkt dahinter und dann wurde sie halt kurz gefragt und dann ging es weiter. Also die Musik ging wieder los und ich hatte dann diese eine Sekunde und bin wieder abgedreht. Also ich hatte wirklich, ich wurde gar nicht gesehen eigentlich. Ja. Und es war nicht so schlimm, wenn ich hinten runter, wurde mir die Nummer abgerissen und ciao, Kakao. Und dann habe ich mich aber, weil meine Mutter so lange in der Stadt ein bisschen bummeln war, um auf mich zu warten, habe ich mich an den Rand gesetzt und alle anderen beobachtet. Und Heidi hat immer wieder sich so vorgebeugt und mich angeschaut. Und ich dachte, sie meinte aber das wunderschöne Mädchen, die neben mir saß, die war unfassbar schön. Ist sie weitergekommen? Nein, aber sie hieß Valeria und ich denke so oft an sie, denn sie hat mich ja durch diesen Tag total begleitet, weil ich war ganz alleine da. Vielleicht sieht sie es ja jetzt. Oh ja. Soll sich bitte melden wahrscheinlich, oder? Bitte. Bei mir bitte auch. Die war für mich so eine unfassbare Schönheit, die mich, ich würde mein Kind so nennen, dadurch, dass ich durch sie so ein positives Gefühl einer völlig fremden Person habe, die einfach so, so wunderschön für mich war. Und dann habe ich gesagt, so, guck mal, Heidi guckt die ganze Zeit. Ich glaube, sie will dich vielleicht doch haben. Und dann hat sie aber gesagt, kannst du vielleicht nochmal laufen? Und meinte, mich. Und dann bin ich nochmal gelaufen und wurde genommen. Krass. Puh, da haben wir jetzt richtig was erfahren. Das wusste ich ja gar nicht. Ja. Und das, ich finde es auch krass, dass du auch einfach geblieben bist. Also, das ist ja auch wieder ein Zufall. Weißt du, wenn man jetzt nicht weiterkommt, dann kann es ja sein, dass man so, naja, traurig ist. Man sagt, okay, ich will jetzt hier weg, ich will die anderen gar nicht sehen, ich will gar nicht sehen, wie andere weiterkommen oder so. Das hat sich ja eigentlich für dich ausgezahlt. Ja. Also, ob sich's ausgezahlt hat, werden wir am Ende des Interviews wissen, aber für den Moment schon. Was haben denn deine Eltern überhaupt dazu gesagt? Ich meine, die müssen ja die Einverständniserklärung geben. Ja, mussten sie. Also meine Mom hat mich auch hingefahren. Ich war ja noch 17. Ich konnte nicht selber hinfahren. Ja. Ich konnte das ja nicht alleine entscheiden. Und die hat gesagt, go for it, mach einfach, oder? Die hat gesagt, wenn du das möchtest, begleite ich dich. Und, dann habe ich sie halt angerufen, als ich also rausgeflogen bin, quasi. Ich habe sie angerufen, Mama, ich bin nicht genommen, kannst du mich abholen? Und dann war sie halt noch in der Stadt und meinte sie, ja, warte da, ich komme dann gleich vorbei. Und dann ist halt das passiert, was ich gerade erzählt hatte. Und dann konnte ich meine Mutter beten, danach kannst du mir eine Zahnbürste kaufen und die mitbringen, weil ich muss hier bleiben. Ja, das hat sich dann krass verändert. Und dann habt ihr das auch schon mit der Schule so abgesprochen? Nee, meine Mutter musste dann danach da Bescheid geben. Aber ich hatte halt, ich war alt genug und hatte schon einen Abschluss gemacht. Also wir hatten nämlich eine bei uns in der Staffel, die tatsächlich nicht kommen durfte. Dann das war die mit der Zahnspange, kann das sein? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Hieß die. Die hatte es von der Schule nicht erlaubt bekommen. Ja. Bin gut informiert, wie du merkst. Ne? Ja. Da habe ich doch mal nachgeguckt. und dann ging es irgendwie los und du warst so mitten im Geschehen. Wie war das? Also, weil man hat ja vielleicht auch so eine Vorstellung davon, wie das sein könnte und plötzlich ist man dabei und das heißt nicht, dass es cool ist. Ja, also ich war halt irgendwie immer schlank und groß. In meiner ganzen Freundeskreis war ich so immer eine der Größten, eine der Schlanksten. Und dann kommst du da an und bist plötzlich klein und überhaupt nicht schlank, weil alle anderen so anders aussehen. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, für die Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen, weil als du vor unserer Tür reinkamst, hast du gesagt, du bist ja groß, du bist ohne Schuhe 1,76. Da sagst du heute, das ist klein. Ja. Bei Germany's Next Topmodel. Heute sind ja viele Models nicht mehr so groß. Und das ist ja eigentlich, ich sage jetzt mal, die Mindestgröße, die man tatsächlich braucht, um im Business überhaupt irgendwas starten zu können. Das heißt, damals hat man schon
Jetzt mal abgesehen von Luisa, die ja sehr klein war, was ja damals eine Ausnahme war, heute ist es gang und gäbe, waren alle anderen riesig. Ja, also ich war mit ihr zusammen auffallend wirklich die Kleinste. Also ich war ja nur 4 Zentimeter größer als sie und sie wurde halt immer, ja, du bist ja so klein und du bist ja so klein. Ich war 4 Zentimeter größer. Die war die gar nicht so klein? Ich hab mal. Doch, die war, also ich war damals kleiner. Ach so, ich du bist nochmal gewachsen. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, du bist jetzt, okay, das heißt, du warst dann damals wahrscheinlich dann 1,74. Ja. Okay, das macht Sinn. Ah, jetzt verstehe ich auch, okay. Aber gut, hat sich trotzdem für dich gelohnt. Also, liebe Frauen da draußen, wenn ihr Sorge habt, dass ihr nicht mehr wachst, du warst, sagt man das, wachst? Ja. Sagt man das so? Ist das richtiges Deutsch? Das klingt so falsch. Wenn man nicht mehr wächst? Wächst, ich habe wachst gesagt, oder? Ja, aber ich glaube, du hast in einem anderen Satz gesagt, dann passt es doch. Oh je, Bildungsauftrag, genau. Aber danke, dass du mich korrigiert hast, ich lerne auch noch was dazu. Das heißt, man wird noch größer, ich formuliere es jetzt mal anders, wenn man Glück hat. Ja, aber du hast in der zweiten Folge, das ist eigentlich auch das, worauf ich hinaus will, seid ihr jetzt so an den Gockel gegangen, Designerin in Berlin und da hattest du auch schon, ne? Also ich meine, man kann sich das ja nochmal angucken bei Join, Probleme mit den Schuhen, du kamst nicht rein und mit Socken kamst du auch gut rein, aber du durftest die Socken nicht tragen, ist auch egal. Ich will damit sagen, bei dir sind relativ oft die Tränen geflossen und es ist gar nicht wertend gemeint, ich möchte herausfinden, was mit dir dort passiert ist, emotional, dass du immer so emotional reagiert hast. Ja, also ich habe das erst überhaupt nicht verstanden. Ich habe auch mal gedacht, was stimmt nicht mit mir? Warum heule ich denn die ganze Zeit? Wegen ein paar Schuhen. Was ist los? Und ich glaube, wenn man das auch vor dem Fernseher sich anschaut, denkt man, was ist denn mit dem Mädchen? Wo ist das Problem? Aber ich war noch nie vorher in so einer Stressprüfungssituation. Weil du bist ja die ganze Zeit beobachtet und musst besser sein als die anderen. Zumindest besser als eine andere. Ja. Minimum. Ja. Und das hat mich sehr gestresst und weil ich auch nicht so ein positives Gefühl hatte, so, boah, ich wurde hier jetzt genommen, ich bin voll wer, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin hier irgendwie aus Versehen reingerutscht. Was mache ich hier? Und ich weiß nicht, ich war sehr unsicher, sehr, hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein und dann hat mich sowas wahnsinnig gestresst, wie die Vorstellung, ich würde aus dem Schuh rausrutschen während der Show. Horror. Diese Prüfungssituation, die du gerade beschreibst, die ist ja tatsächlich permanent. Also ja, von Anfang bis zum Ende. Kam irgendwann mal ein Punkt, wo du damit ein bisschen besser umgehen konntest? Ja. Ganz am Anfang hatte ich halt so das Gefühl, ich bin hier irgendwie nur so reingerutscht und auch nur dabei, weil ich weine, weil ich irgendwas biete. Also als Unterhaltungswert quasi. Ja. Aber später, also nach ein paar Folgen, habe ich dann auch Leistung gebracht. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben, wahnsinnig viel gebracht. Bei dem Gefühl, ich bin nicht hier nur, um zu entertainen, sondern ich kann auch Dinge erreichen. Ich bin lernfähig, ich habe das Laufen mehr oder weniger gelernt. Kannst du es heute? Ja, also ich finde, mein Laufstil ist nicht der schönste. Okay. So, aber ich musste da am Anfang noch sehr, sehr viel für tun, dass ich da ich aussehe wie mein Pferd. Aber war das dann, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht, nicht jetzt rückblickend, sondern in dem Moment, wo du generell dort warst, war das dann eine schöne Zeit oder nicht so schön? Weil es gibt auch positiven Stress und es gibt auch negativen Stress. Wie hast du das empfunden? Es war total unterschiedlich. Also ganz am Anfang war ich sehr gestresst von der Situation. Es war natürlich alles aber sehr aufregend und schön. Aber überall ist eine Kamera, du musst immer aufpassen, wie redest du? Meine Oma hört das, ich darf nicht fluchen. Da war ich wirklich sehr, am Anfang sehr verspannt. Das löst sich aber immer mehr. Du siehst die Kameras irgendwann nicht mehr so, aber dieser Dauerstress war da. Und auch dieses Fehlen, du hast kein Handy, du kannst niemanden anrufen von deinen Freunden, du siehst niemanden. Du weißt nicht, ob die anderen dir was Schlechtes wollen oder nicht, ob die dir vorspielen, vor der Kamera freundlich und nett zu sein oder ob sie das wirklich so meinen, weil du kennst sie eben noch nicht. Und am Anfang war es auch so, dass alle, mit denen ich mal ein paar Worte gewechselt habe, rausgeflogen sind. Und ich hatte das Gefühl, ich bringe Unglück. Alle um mich herum sind weg. Also wir waren aber auch sehr viele, 150 ganz am Anfang. Echt, waren das so viele, ja? Ganz am Anfang waren wir 150, wow. Es wurde sehr rigoros aussortiert. Aber alle, mit denen ich
in einem Hochbett geschlafen habe, in einem Zimmer war, alle rausgeflogen. Immer wieder, nein, ich hatte doch gerade... Ah, nur eine, Nele. Mit der war ich relativ am Anfang mal auf einem Zimmer. Die ist vierte geworden, ne? Die ist vierte. Erinnere ich mich noch. Mit der war ich wirklich sehr... Wie war denn damals dieser zeitliche Ablauf? Also heute ist es ja so... Okay, jetzt 2020 war ein bisschen anders, weil noch Queen of Drags gedreht wurde, deswegen fand das Casting auch schon im September statt und dann halt viele Pausen dazwischen. Aber das war ja damals eigentlich immer ohne Pausen, oder? Ja. Das heißt, ihr habt im so Mitte Januar angefangen zu drehen? Ja, wir haben Januar das Casting gehabt und dann sind wir 2 Wochen durch Deutschland gefahren. Genau. Mit diesem Koffer, wo bei mir nichts drin war. Ja. Und dann sind wir einmal nach Hause gefahren und haben einen Koffer bekommen. Und sollten einen packen mit warmen und mit kalten Sachen, weil wir ja nicht wissen, wo es hingeht. Ja. Und dann sind wir losgeflogen. Also wir haben unsere Verträge quasi mit nach Hause bekommen, sollten die dann unterschreiben, Sachen packen und sind dann aufgebrochen in die große, weite Welt. Und dann bis quasi, also bis zum Halbfinale in Anführungsstrichen, bei euch war das ja auch noch so, muss man dazu sagen, die Entscheidung, wer ins Finale kommt, wurde so 5 Tage vor dem Finale gedreht, ne? Ja. Aber ich sage jetzt mal, bis kurz davor, sag mal, bis Mitte April wahrscheinlich habt ihr gedreht? Mitte April kommt das hin? Ungefähr? Das kommt ungefähr hin. Ich musste, glaube ich, Anfang Mai musste ich wieder in die Schule gehen. Ja, okay. Also das heißt, ihr habt dann wirklich 15 Wochen durchgehend mit dieser einen Unterbrechung, wo ihr gepackt habt, gedreht. Mhm. Ja. Das ist ja, also ich habe bis jetzt weder das eine noch das andere erlebt, aber das stelle ich mir vom Druck her nochmal krasser vor. Ja. Also weil du bist ja wirklich, man weiß in der Sendung, wird zwar immer gesagt, 15 Wochen ohne Familien, was ja nicht stimmt, im Status aktuell. Mhm. Bei euch ja schon. Da war das so, ja. Also, ja, man gewöhnt sich dran. Ging das schnell rum? Das geht doch, also die Zeit fliegt für uns als Teilnehmer extrem schnell. Aber man darf nicht vergessen, wen man da zu Hause zurücklässt. Weil diese Menschen, die warten und bangen, hoffen, drücken dir die Daumen und sind wahnsinnig angespannt. Und ich... Werd halt die ganze Zeit bespaßt. Ich meine, man muss auch viel rumsitzen und warten, bis man endlich dran ist. Ja, sehr viel. Sehr viel, wirklich. Aber trotzdem, du hast halt jeden Tag was vor. Es gibt kein Wochenende, wo du mal chillst und wartest und hoffst, ach, ich wäre so gern zu Hause. Das passiert halt nicht. Du bist halt immer, heute ist das Fotoshooting, heute sind Castings, heute bummeln wir mal nur und huch, jetzt ist es eine Challenge geworden. Also es war nie, dass man sich entspannen konnte, wirklich. Hattest du mal den Moment, wo du gesagt hast, ich habe gar keinen Bock mehr, ich würde gerne lieber nach Hause gehen? Nee. Nee. Hattest du einen Freund damals? Ja. Und der hat dann 3 Monate auf dich gewartet? Ja. Gibt's ihn noch? Den gibt's noch. Ja? Wie war das denn für den? So alles meine ich jetzt. Der fand das alles ziemlich blöde. Ja? Ja. Warum? Ja, der fand das halt alles so ein bisschen doof und ProSieben doof und fand's doof, dass wir nur belauscht wurden am Telefon. Ja. Und das war dann auch super unangenehm, aber auch für mich, weil ich saß dann so, endlich habe ich dich am Telefon und diese Zeitumstellung und dann kann man endlich mal miteinander telefonieren und dann ist der nur so, ja, hallo ProSieben, na, hört ihr zu? Ja, ne, okay, ach, das wollte ich jetzt gerade sagen, man spricht ja nicht frei. Wenn ich weiß, jemand hört mit, spricht man ja anders, ne? Ja, aber ich wollte unbedingt mit ihm sprechen, aber er hat sich nur belauscht gefühlt, was ich ja verstehen kann. Aber ja, klar, das verstehe normal. Ich total, ja. Du hast dich schon dran gewöhnt. Und dann war es so, hallo, und es war überhaupt kein positives Gefühl danach. Ich habe danach auch viel geweint und dachte so, ich will nach Hause, ich will mit ihm vernünftig reden. Aber es ging halt nicht. Aber ich wusste ja auch, und das habe ich jedes Mal am Telefon gesagt, ja, aber nächste Woche fliege ich wahrscheinlich raus. Wie ging der denn mit der Öffentlichkeit generell um? Also ich meine, du wirst angesprochen, jeder kennt dich dann. Fand er das cool oder nicht so cool? Nicht so cool. Nee. Weil es gibt ja keine Privatsphäre mehr. Also für eine gewisse Zeit. Wahrscheinlich ist heute ruhiger geworden. Das Witzige aber ist, der hatte sogar ein Interview gegeben. Ich habe das nie gesehen. Das war irgendwie bei TAF zu sehen. Okay. Oder so. Ich habe es leider nie gesehen. Und ich verstehe auch gar nicht, warum er gesagt hat, ja, ist okay, mache ich. Ob der das mit mir zuliebe gemacht wahrscheinlich. Hat? Wahrscheinlich. Wie war es denn? Du hast auch noch gesagt, es gab ein Nacktshooting, ja? Mhm. Aber was, kannst du mir mal kurz sagen, wie das Nacktshooting damals aussah? Das waren so Algen. Ich fand das irgendwie gar nicht so nackig, weil wir haben so Mullbinden quasi umbekommen. Okay. Konnte man zwar durchgucken, aber fand ich irgendwie jetzt... Also ist heute krasser, ne? Ja. Ja. Wie war das denn für dich, als du dann es tatsächlich ins Finale geschafft hast? Verrückt. Ja, also ich musste mich ein bisschen anstrengen, um überhaupt
in die nähere Auswahl zu kommen. Also, warum? Wie? Also, ich habe ein bisschen zugenommen über die Staffel, wie auch viele andere. Hat man das im Verlauf der Staffel auch schon gemerkt oder erst zwischen Halbfinale und Finale? Also, ich habe während der Staffel stetig minimal zugenommen und irgendwann ist es halt aufgefallen. Und wie viel Kilo reden wir da ungefähr, dass ich mir das vorstellen kann? Ungefähr 6 Kilo. Was nicht, ja, ist jetzt das ist jetzt nicht so viel, aber wenn du halt eigentlich schlank, also wirklich sehr schlank bist, dann fallen 6 Kilo eher auf, als wenn du nicht so schlank bist. Ja, ja, klar. Dann ist es nicht so auffällig. Ja. Und das war dann halt so, da habe ich ein Shooting gehabt mit Christian Schuller und Heidi stand da und dann war so klar, du siehst ein bisschen schwanger aus. Wurde das thematisiert? Ja. Echt? Aber ich glaube nicht vor der... Also, oder genau. Ausgestrahlt, meine ich jetzt? Also nicht thematisiert, klar, aber wurde es ausgestrahlt? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nämlich auch nicht. Aber ist egal. Aber es gibt ein Bild, auf jeden Fall, da sieht man das auch so richtig schön. Sieht aus wie ein Schwangerschaftsshooting. Da drehe ich mich so um die Kuh und das Tuch legt sich so um mich. Sieht echt großartig aus. Und ich habe das auf diesem Bild gesehen. Und nur dadurch gecheckt, dass mein Körper, der sieht aber ganz anders aus, als ich den in Erinnerung habe. Und danach musste ich abnehmen, damit das nicht auffällt. Wie, du musstest abnehmen? Hat es jemand gesagt? Ja. Ja? Das wurde mir gesagt, ja. Bevor du es ins Finale geschafft hast? Schon während der Staffel. Also nach diesem Shooting hat mir Heidi so gesagt, ja, aber das ist doch, ne, wenn du ein bisschen auf Kohlenhydrat verzichtest, ist das doch auch kein Ding, ne? Du musst ja nichts mehr essen, nee, sondern... Nee, klar, du warst ja vorher auch schlank und hast normal gegessen. Genau. Aber warum hast du so zugenommen? Was heißt so, wir reden so zugenommen, ne? Wir reden so von lächerlichen 6 Kilo. Ja, aber das habe ich zugenommen, weil wir halt einfach viel rumsitzen. Also wir sitzen wirklich und warten, bis wir dran sind. Und wenn wir 10 Mädels sind, dann sind wir ja gar nicht mehr so viele. Aber bis wir mal zu diesem Status gekommen sind, haben wir wochenlang gewartet, bis wir kurz mal dran sind. Und so ein Shooting, das dauert maximal 10 Minuten. Und dann war dein Shoot auch nicht besonders gut. Aber die Leute denken ja immer, ihr kriegt dort nichts zu essen oder so. Mm-mm. Aber das heißt, ihr habt ja dann auch ein sehr ungesundes Buffet? Ja, so, das will ich jetzt nicht so sagen. Aber das Team ist halt auch. Und es gibt Stände, du kannst extra bestellen. Du kannst zum Frühstück Panini haben. Du kannst alles bekommen und es gibt auch reichlich und auch immer Snacks und überall stehen Chips und überall stehen Muffins. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war das so und ja. Aber war das für dich ein Problem, wenn dir dann gesagt wird, du musst abnehmen? Ja, es war die Hölle für mich. Ja? Ja. Warum? Weil das hat mir noch niemand, ganz im Leben jemand gesagt. Ich war immer schlank und dann kommt jemand an und sagt, du, also mit dem Body kommst du nicht weit. Das, ich meine, wir lachen jetzt gerade drüber, ne? Das ist eigentlich ein sehr ernstes Thema. Ja. Also ich meine, ich muss auch mal aufpassen, wie ich das jetzt formuliere. Natürlich ist es eine Anforderung in diesem Job. Das weiß man, wenn man sich dort bewirbt. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich krass, wenn einem das jemand sagt. Mhm. Wolltest du überhaupt abnehmen? Du hast ja wahrscheinlich vorher gedacht. Ich wusste nicht, dass ich das sollte für diesen Job. Aber ich der Meinung war, ich bin voll schlank. Ja. Aber und ich war auch voll schlank. Aber halt für diesen Job, da musst du super skinny auch sein. Also zu dem Zeitpunkt war es auch noch viel mehr so, dass man wirklich skinny, skinny sein sollte, musste für diesen Job. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders, aber das hat mir Q als allererstes gesagt. Also der war der Erste, der zu mir gesagt hat, Hannah, ne, arbeite an deinem Körper. Und ich dachte mir so, was? Und da haben die Kameras zwar mitgefilmt, aber das wurde auch nie ausgestrahlt, weil das für mich, dein Körper ist zu viel. Dieser Körper, du musst ein bisschen abnehmen. Und dieses Gefühl, ich kannte das nicht. Das war für mich Teppich und Hall im Boden. Und was hast du dann gemacht? Ja, ich wusste nicht, wie man sowas macht. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ja. Und dachte so, ja, jetzt darf ich nur noch Salat essen. Und ich sag dir eins, ich werde nicht glücklich, wenn ich Salat esse. Ich kann es verstehen. Nee. Ja. Da habe ich mich sehr schwer mitgetan und ich wusste auch nicht, was ich tun soll. Hast du abgenommen dann oder nicht? Nee, gar nicht. Aber du hast ja trotzdem ins Finale geschafft. Ja, weil wir kommen ja dann auch nach Hause und hatten ein bisschen Zeit. Da hatte ich auch Zeit und ich wurde angerufen und es wurde nachgefragt, wie läuft es denn so mit der Gewichtsabnahme? Und ich am Telefon, mega in Panik. Ja, voll gut. Läuft. Und es lief gar nicht. Also weil ich,
ich wusste auch nicht so genau, wie ich das umsetzen soll und habe dann versucht, wirklich sehr ausgewogen und mehr Salat und ein bisschen Bewegung. Jetzt nicht gerade akribischer Sport, aber schon ein bisschen nicht mehr nur rumsitzen. Und es hat gar nicht geklappt, bis ich so eine Crash-Diät gemacht habe. Um Himmels Willen, ich würde das niemandem empfehlen. Aber weil ich so sehr ins Finale wollte, habe ich das gemacht. Ach, ja, ich blende total gerade aus. Die Entscheidung, wer ins Finale kommt, kam ja erst 5 Tage vor dem Finale. Weil ich jetzt mich die ganze Zeit so frage, so, hä, warum hast du dir denn so einen Druck gemacht? Du warst schon im Finale. Nein, ich habe es ja vorhin extra gesagt. Du warst ja nicht im Finale, sondern es wurde erst 5 Tage vor dem Finale und es wurde quasi so unterschwellig gesagt, entweder du nimmst ab oder du bist nicht im Finale. Ja, also ich verweigere mir zum Beispiel selber den Zugang, überhaupt ins Finale kommen zu können damit. Und deswegen, ja, da war mal eine Motivation da, du. Ja, krass. Hat das auch irgendwas mit deiner Psyche gemacht? Ich meine jetzt auch danach? Ja, also ich hatte danach ziemlich lange ein bisschen gestörtes Verhalten zum Essen. Also ich habe immer viele Gedanken gemacht, ja, das und das, das hat so und so viele Kalorien, habe ich so viel noch offen. Das hatte ich sehr lange. Das heißt, man hat dann Angst zu essen? Ja, so ein bisschen. Das entwickelt sich natürlich dadurch, dass ich so ohne Sinn und Verstand abnehmen musste und keine Ahnung hatte von, ja, davon kannst du aber eigentlich trotzdem noch recht viel essen, davon aber wenig. Ich war gerade frisch gebacken 18 und hatte keine Ahnung davon, wie nimmt man ab? Das, ja. Dann war ich sehr fixiert drauf und das hat sich aber wieder normalisiert. Das hat aber zum sehr, Glück. Sehr lange gedauert, weil vergiss das mal. Wenn du eine Banane siehst, dann sehe ich 120 Kalorien. Heute auch noch? Heute zum Glück nicht mehr. Ich meine, es ist noch da, ich kann aber das ein bisschen abrufen, aber ich sehe nicht diese Banane und habe sofort die Kalorienzahl in meinem Kopf stehen. Das passiert nicht mehr. Das ist krass, weil ich gebe ja immer den Leuten, also auf dem Weg, ich habe ja zu 90% weibliche Zuschauer, ich sage immer, guckt euch im Spiegel an und that's it, wenn ihr euch wohlfühlt. Es ist egal, was auf der Waage steht, es ist egal, was für eine Kleidergröße auch hinten drin steht. Ich sehe es an mir selber, S, M, XS, total unterschiedlich. Also ich finde, es sagt auch nichts aus, aber in diesem Job ist es natürlich leider ein Problem. Ne? Da musst du natürlich, ich will jetzt nicht sagen, eine bestimmte Zahl auf der Waage haben, aber du brauchst natürlich einen bestimmten schmalen Körper, um in die Kleider zu passen. Ja. Okay, ja, krasses Thema. Hat man so im Gespräch zuvor gar nicht auf dem Schirm, finde ich mega, mega spannend, mega interessant. Du bist dann ins Finale gekommen. Hast du dir überhaupt eine Chance auf einen Sieg ausgerechnet? Also wolltest du überhaupt gewinnen? Also, ich meine, natürlich bin ich schon da reingegangen, sehr motiviert. Ich habe gedacht, okay, also es gab zwar nicht so Fanseiten oder sowas, aber in meiner so Umfragen über das Programm ProSieben konnte ich sehen, dass ich relativ weit vorne mitschwimme. Also hatte ich die Hoffnung, nicht als erstes rauszufliegen. Was geklappt hat, ja. Was geklappt hat und überhaupt, ich wollte sowieso erstmal reinkommen. Aber als ich das wusste, wollte ich nur nicht als erstes rausfliegen. Und ich war gar nicht so fixiert auf diesen Gewinn, weil ich einfach wieder zu Hause sein wollte. Ich meine, natürlich wäre es großartig gewesen, zu gewinnen, aber es war so, dann darfst du nicht nach Hause gehen, dann musst du mitfahren, dann musst du weiterfliegen, dann musst du 1000 Interviews geben, dann kommst du erstmal wieder wochenlang nicht nach Hause und ich wollte nach dieser ewig langen Zeit endlich wieder ein normales Leben haben, also wieder runterkommen und habe mich auch auf die Schule gefreut und dieses wieder ein bisschen ankommen und deswegen habe ich, glaube ich, das so gut verpackt auch, nicht zu gewinnen. Und auch, weil alle, also da kamen ganz viele Artikel dann in die Zeitung, ja, das war, ist alles abgekatertes Spiel, Hannah wusste Bescheid, dass sie nicht gewinnt, weil ich habe ja nicht geweint, dann konnte es ja nicht echt gewesen sein, so, ne? Aber ich war so erleichtert. Das erste Mal in der Staffel wahrscheinlich, wo du nicht geweint hast, wo alle damit gerechnet haben, du müsstest jetzt eigentlich weinen. Genau, aber ich war einfach nur so, schön, Alisa, ich freue mich für dich und ich kann nach Hause gehen. Und so endlich ein Döner essen, ja. Ich wollte unbedingt. Ich hatte ja da irgendwie 3 Wochen lang nicht mehr richtig eine Mahlzeit zu mir genommen und war so richtig, wenn ich rausfliege, dann esse ich als erstes einen Döner. Wie ist das denn
Also ich meine, nach dem Finale, du, so viele Leute klatschen für dich und du wirst dann auch auf der Straße wahrscheinlich, keine Ahnung, alle 10 Meter angesprochen, oder? Ja, das war sehr ungewohnt für mich und ich hatte dann auch eine große Unsicherheit, überhaupt rauszugehen, weil die Leute hören nicht auf, einen heimlich zu filmen. Das ist irgendwie, und das hast du vorher noch nie gehabt, so. Und das passiert dir immer wieder und dann denkst du mir so, oh Gott, wie habe ich denn ausgesehen? Oder auch wenn Leute über dich reden, ich kann dich hören, wieso redest du so über mich? Das ist auch sehr böse. Aber wie war denn das Feedback generell? So jetzt, ich sag jetzt mal, es gab ja damals, es gab Facebook und sowas schon, aber es gab ja das nicht so wie heute, dass jeder ein Profil hat bei Instagram oder Facebook und dann bricht ein Shitstorm aus, wenn jemand was Komisches gesagt hat. Oder ne, das gab es ja alles nicht. Das heißt, wie war denn so das, was vielleicht auch gut ist? Weiß ich nicht. Manchmal glaube ich mir schon, oder glaube ich schon, dass es besser damals war. Wobei man natürlich auch durchs Internet tolle Möglichkeiten hat, aber ich meine jetzt gerade so vom Feedback. Wie war denn das Feedback auf dich generell, also jetzt von Fremden, von Freunden, Schule? Es war sehr unterschiedlich, also es gab viele Leute, die stolz auf mich waren, die mir das Beste gewünscht haben, aber es gab auch natürlich Leute, die einem eher das Gegenteil gewünscht haben, die viel über einen geredet haben und auch so eine automatische Vermutung hatten, weil es ist ja so, wenn man mal im Fernsehen war, ist man ja direkt voll abgehoben und das ist ja bei Hannah auch passiert. Und also das war einfach nicht so, überhaupt nicht. Und auch viele, die dann reingequatscht haben, ja, jetzt machst du aber nicht noch das und das und gehst mal schön nicht ins Dschungelcamp. Ich meine, ich wollte nicht ins Dschungelcamp, aber wenn ich gewollt hätte, warum soll ich das nicht machen dürfen? So, also voll viele Leute, die ich noch nie gesehen hatte, waren plötzlich so dabei zu bestimmen, was ich jetzt machen soll. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit, das erlebe ich tatsächlich auch sehr oft, nicht unbedingt von der Community, aber von Leuten, die aber immer vorbeischauen, dieses permanente Bevormunden, den Leuten sagen zu wollen, was sie zu machen haben und wie sie es zu machen haben. Ich finde, das ist noch extremer geworden, wo ich immer so denke, ich finde es nicht nur anmaßend, sondern auch so, wie kommt man auf die Idee? So. Aber ich kann mir das genau vorstellen, wie das auch damals schon so war. Ja, und es ist halt auch heute nochmal so anders, weil wenn du heute denkst, ja, die und die soll auf gar keinen Fall das und das machen, dann schreibst du dieser Person eine Privatnachricht und die kommt bei dieser Person ins Haus, ins Wohnzimmer, direkt auf das Handy und diese Person liest diese Nachricht, vielleicht antwortet sie nicht, aber sie sieht diese Nachricht und da steht drin, was man zu tun und zu lassen hat. Oder dass einem dies und jenes nicht gefallen hat. Und das war früher bei uns nicht. Und ich bin so froh, dass mir jemand nicht diese direkten Beleidigungen direkt auf mein privates Handy in mein Leben schreiben konnte, sondern dass ich das ignorieren konnte, weil ich musste diese Seiten ja nicht aufrufen. Ja. Wie ist denn das nach dem Finale dann weitergegangen? Ich bin danach zur Schule gegangen wieder und habe nebenher gemodelt. Das war manchmal echt heftig. Ja. Weil ich dann irgendwie die Nacht über geflogen bin, morgens in die Schule kam. Also, in mancher Frage. Total übermüdet wahrscheinlich immer. Boah, mega müde. Aber ich wollte unbedingt in die Schule. So, das war mir total wichtig, dass ich trotzdem auf jeden Fall da bin und alles mitkriege. Aber das war manchmal echt eine Nummer heftig. Aber ich wollte auch alles unbedingt machen. Dann war das komisch? Also, ich meine nicht beides gleichzeitig zu machen, das muss ich ganz kurz einhaken, sondern wie ist denn das auch für deine Mitschüler? Ja. Für die du kriegst ja immer eine Extrawurst so wahrscheinlich, ne? Ja, also, nee, das nicht. Also ja, ich habe auch eine dicke, fette Extrawurst bekommen. Ich durfte eine Nachprüfung machen und damit eine Klasse, also in meine Klasse wieder zurückkommen. Also ich durfte quasi da wieder einsteigen und hatte quasi ja 4 Monate verpasst, Schule verpasst. Und das war bestimmt auch was, wo andere dann das nicht so gerne gesehen haben, bestimmt. Muss ich natürlich auch was für tun, aber das interessiert ja jetzt nicht unbedingt. Aber es war wirklich eher die Anstrengung, dass wenn ich dann zum Beispiel, das war das Krasseste, was da einmal war, dass ich auf der Halloween-Party war von Heidi. Warst du? Wow, echt? Und da bin ich auch zurückgeflogen und ich habe die ganze Zeit nicht geschlafen im Flieger und dann am nächsten Tag in die Schule. Okay, krass, wie war die Party? Erzähl mal. Super crazy. Da hast du ja Heidi Klum dann auch nochmal gesehen. Also ich habe sie nochmal gesehen. Ich meine, nur ganz kurz natürlich, sie hat auch mit uns gesprochen, aber sie hat ja immer krass aufwendige Outfits auch. Und die sah so irre aus. Ich habe die auch
gar nicht erkannt und so mega angestarrt. Ich dachte so, wow, die war einfach riesig, aber hatte irgendwie so ein Gestell unter den Schuhen irgendwie und war ganz groß und hatte auch so aufgeklebte Zähne, konnte halt auch nicht so richtig reden. Und das ist aber auch krass, dass du da so... Und dann stehst du da zwischen diesen ganzen Mega-Promis und denkst so, Alter, siehst du den? Das ist doch Ice-Tea, oder? Aber ich kannte auch viele Leute nicht, muss ich dazu sagen. Aber manchmal ist es so ganz weird. Hattest du das Gefühl, nach diesem Finale, du gesagt, du hast danach gemodelt oder hast es versucht, natürlich auch erfolgreich, du hattest ja Jobs, hattest du trotzdem das Gefühl, da ist Druck da? Ja. So nach dem Motto, ich bin ja jetzt Zweite bei Germany's Next Topmodel, ich muss ja jetzt zeigen, dass ich nicht in der Versenkung verschwinde oder im Dschungelcamp lande. Ja. Ist dann so ein Druck da gewesen? Ja, vor allen Dingen, weil auch du sprichst auffallend viel mit fremden Leuten plötzlich nach dieser Zeit, weil auch alle interessiert daran sind, wie es mir so geht, was ich gemacht habe und wie es so wirklich ist. Und es ist doch bestimmt alles nur gescriptet. Ja, alles fake. Du spielst eine Rolle, die du so hingelegt hast. Genau. Ja. Das alles. Aber es war dann auch einfach, ich wollte auch jetzt auch was bringen. Vor allen Dingen, weil dann war noch so der Tonus, ja, von dir hört man ja auch gar nichts mehr. Oder von der und der aus deiner Staffel hört man ja auch gar nichts mehr. Oder die Gewinnerin, die ist ja auch direkt in der Versenkung verschwunden. Nein, das ist alles nicht wahr. Diese ganzen Leute gehen dann dem Modelberuf nach. Aber wie viel kriegt man denn davon mit, wenn da nicht direkt ein Fernsehteam neben steht? Gar nichts. Gar nicht. Und wie soll man sich da beweisen? Ne? Also ich habe halt auch Jobs gemacht, aber kriegt ja keine Sau mit. Irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, oder was heißt ich möchte nicht mehr, ich will ein anderes Leben. Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, also ich bin nach dem Abitur studieren gegangen in Paderborn und habe da halt immer noch nebenher gemodelt. Aber es wurde halt immer anstrengender, weil ich sehr weit reisen musste dafür. Ich bin nicht so das Talent, dass das Studium so linken Arschbacke absitzt. Ich muss das schon auf jeden Fall lernen und ich kann nicht so gut in einem Flugzeug lernen oder in weiten Zugfahrten. Das war nicht so. Das verstehe ich total, ich kann es auch nicht. Hat. Deswegen habe ich das immer weniger gemacht und hatte dann aber auch zusätzlich irgendwann auch keine Lust mehr, immer gehört zu bekommen, ja, kannst du nicht vielleicht noch 1 Kilo abnehmen? Kannst du nicht vielleicht noch 2 Kilo abnehmen? Jedes Mal. Das war immer noch ein Thema, ja? Das war immer danach auch ein Thema, weil du machst ja dann diesen Job und dieser Job verlangt eine körperliche Voraussetzung, die du haben musst. So weißt, ist es normal. Was mir aufgefallen ist, also ich erinnere mich noch dran, ich habe ja Alisa auch ganz oft getroffen. Also wir haben viele Abende tatsächlich damals zusammen verbracht, als ich in Berlin war. Haben wir jetzt manchmal noch sporadisch Kontakt, deswegen ist jetzt auch nicht wertend gemeint, das hat man ja auch gesehen. Sie hat auch nach dem Finale stark abgenommen. Ja, und ist dann krass erfolgreich geworden, ne? Also das ist jetzt die Frage, ob man das gut findet oder nicht. Also dass sie natürlich erfolgreich geworden ist, freut mich für sie. Mhm. Aber da sieht man trotzdem schon, dass die Realität, ne, verglichen mit dem, was in diesem Wettbewerb so akzeptiert wird, dann doch schon mal ein krasser Unterschied ist. Ne? Ja, und das ist dann auch sowas gewesen, wo ich gedacht habe, boah, krass. Ich habe sie nämlich besucht in Paris. Also quasi in ihrer ersten Zeit, wo sie sehr dafür gekämpft hat, auch Erfolg zu haben und das auch im Ausland und nicht nur hier in Deutschland. Und da habe ich sie besucht und mich richtig doll erschrocken, weil sie war immer schon super schlank und auch, also wirklich dünn. Und da war sie so dünn, was aber für Paris der Normalzustand ist. Und das war krass. Ja. Und ich wollte das nicht. Also wenn ich sie gesehen habe, klar hat sie ihre Schönheit nicht verloren, aber es hat mich trotzdem eben erschrocken, dass jemand, der sowieso schon so super dünn war, auch so eisern auch mit seinem Essen sein musste. Weil, das ist krass, ja. Wir haben auch dann eine Show zusammengelaufen und ich habe halt wieder normal gegessen, wie ein normaler Mensch. Und sie halt, nee, kein Dressing zum Salat. Ja. Und das ist halt aber auch normal, wenn einem das auch so wichtig ist, das schaffen zu wollen, dann
muss man so Opfer halt das irgendwie... Absolut. Du, ganz ehrlich, ich war übrigens gestern noch in Donuts, gestern Abend, ja? So. Ja. I don't care. Aber man muss auch mal sagen, wenn du jetzt Sportler siehst, die sich auch krass ernähren, oder zum Beispiel, weißt du, so bei Instagram werden mir immer so Fitnessleute vorgestellt. So, ich meine, ich hab für meine Verhältnisse wirklich eine super Figur und die Leute denken manchmal, mir Implantate machen lassen, was ich nicht habe. So, ne? Auf jeden Fall sehe ich dann immer bei denen Box, 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 Box. Diese Essensboxen die ganze Woche. Reis, Brokkoli, Hühnchen. Alles gesund, die ganze Woche. Ich habe keinen Bock drauf. Ich möchte es nicht. Ich akzeptiere lieber den schlechteren Körper als dieses Leben. Mhm. Ich kipp mir dann lieber eine Cola rein. Vernünftig. Geh zu McDonald's. Ja, wir wollen natürlich nicht, dass ihr ungesund esst. Nein, aber du musst natürlich eine bestimmte Disziplin an den Tag bringen, wenn du diese Ziele erreichen willst. Ob jetzt in diesem Modeln oder Fitness. Und das bin ich. Also ich bin diszipliniert, aber nicht beim Essen. Ja, und es ist auch irgendwie so, warum? Warum sollte man sich so beschneiden lassen in solchen Freiheiten, wenn einem das auch so wichtig ist? Wenn du sagst, mein Essen geht's halt nicht, dann kann man aber auch keinen Modeljob machen. Nee, genau. Also immer in dem, wenn man einen ganz normalen Job macht, wo man das nicht braucht, dass man Size Zero hat, wieso soll man sich dann so verspannen? Ja. Das finde ich irgendwie auch ganz schlimm. Denn ich habe jetzt auch ein ganz anderes Verhältnis zum Essen, habe viel mehr Ahnung, was gut für mich ist, was mir gut tut, was ich endlos essen kann und bin sehr ausgewogen. Und schlank bist du immer noch. Vielen Dank. Aber ich habe auch gesehen, so, wenn ich auf gewisse Sachen verzichte, bin ich einfach unglücklich. Und das möchte ich nicht sein. Ja. Und dann hast du gesagt, hau rein. Kohlenhydrate sind meine Freunde. Ja. Würdest du sagen, jetzt so im Nachhinein, also erstmal bereust du irgendwas von damals? Ob das jetzt die vielen Tränen sind oder egal, irgendwas? Nein. Nein, ich konnte es nicht, zu dem Zeitpunkt nicht anders und man sollte sich irgendwie nicht dafür schämen, so einem Prozess gewesen zu sein. Ja. Finde ich gut. Ich bin nämlich auch immer mich mein Fall. Gibt es was, du in deinem Leben bereust? Nö. Zum Glück. Hat ja alles irgendwie, so es führt ja alles zueinander, ne? Ja, was nicht bedeutet, dass mir das nicht irgendwie peinlich gewesen wäre. So, ne? Also, wenn ich das mir angucke oder auch mein peinliches YouTube-Video, dann ist es so, ich kann das nicht gucken, wenn jemand dabei ist, so. Verstehe ich. Ich mag das übrigens auch nicht. Ja. Ich schneide meine Sachen, aber wenn wir dann mal Freunde mal sind und dann, wir haben das Video nicht gesehen, sind wir mal kurz angucken, großer Fernseher, könnt ihr das bitte machen, wenn ich weg bin? Ja, genau. So, nicht, dass es mich stört, meine Stimme zu oder mein Bild sind, ich kenne es ja, aber mir ist das unangenehm für andere, wenn andere dabei sind. Ganz voll peinlich, cool. Ne? Ja, kenne ich genau. Würdest du sagen, die Teilnahme hat sich gelohnt? Ja. Also es hat mich wahnsinnig weitergebracht. Also ich hatte, ja, wie ich gesagt habe, auch ein wirklich schlechtes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und eine Vorstellung von, was ich kann oder wo ich hin will. Und das hat mich sehr weitergebracht, hat mir Dinge gezeigt, die ich in meinem Leben niemals gewusst hätte, dass ich das kann, dass ich in irgendwas in dieser Hinsicht gut bin. Also, und es hat mir auch ja viel, viel gebracht. Ich meine, ich habe in diesem Job ja Fuß gefasst, was ich wahrscheinlich nie getan hätte. Woher hast denn du deine Instagram-Follower als Beispiel? Du hast ja bestimmt auch noch was der Zeit, ne? Weil ich meine, diese Topmodel-Community ist ja trotzdem auch groß, auch wenn es Instagram da noch nicht gab. Aber die Leute kennen dich ja noch. Ja, aber ich habe super spät damit angefangen. Also da war dieser ganze Instagram-Hype schon echt groß und jeder hatte das und ich hatte es immer noch nicht. Und dann habe ich es aber auch irgendwann gestartet und habe bei null begonnen, wie alle anderen. Ja. Keiner wusste mehr, wer ich bin und ich kam mir auch nirgendwo vor. Aber ich habe trotzdem mein Leben geteilt und fand es toll, habe es genossen und fand es aufregend, auch andere zu verfolgen bei ihrem Leben. Also du teilst auch gerne trotzdem immer noch deinen... Mhm. Und du hast ja auch einen blauen Haken, ne? Ja. Ja, ja, ich war irgendwann total verwirrt, weil ich dachte so... Ja. Und du warst... Ja. Da war ich echt erstaunt. Der war irgendwann plötzlich verifiziert worden. Und du warst ja auch bei Stern TV... Ja. Das heißt, du hast, also du hältst ja die Leute nicht nur auf dem Laufenden über Sachen, die du selber erlebt hast, sondern du bist ja auch weiterhin ein Teil der Öffentlichkeit. Das heißt, du hast da schon auch irgendwie Bock drauf, oder? Ja, ja, also und es ist auch schon so, dass meine Follower auch dadurch da sind, weil ich schon mal im Fernsehen war. Also nicht, dass ich die schon gehabt hätte, schon seitdem. Nee, genau. Aber dadurch, dass ich halt in Presse wieder vorkomme, dass ich bei Stern TV war, wegen meiner Hautgeschichte und so weiter, das kommt dann natürlich wieder groß auf.
Aber es macht dir auch Spaß, oder? Ja. Merkt man aber auch. Es war sehr schön. Wie ist denn das, wenn du dann als Beispiel jemanden wie Violetta siehst, die ja in deiner Staffel war? Da wurde sie ja nicht so oft gezeigt und dann ist sie ja beim Bachelor Zweite geworden. Ist das ja komisch? Das ist total komisch. Vor allem, weil ich so gedacht habe, so Violetta, die war doch immer so still. Ja. Wieso macht sie das? Und ich war aber total interessiert und wollte sie unbedingt sehen. Mann, ne? Hast du auch jede Folge geguckt? Sie war bei mir. Leider nicht. Nein, aber ich habe trotzdem. Ich habe es mir angesehen und war ganz neugierig, wie es ist. Mhm. Und ich finde, das hat sie toll gemacht. Großartig. Ja. Sie ist auch ganz wie ein anderer Mensch, ne? Ja, sie ist noch viel schöner geworden, ja, als sie sicher schon war, ja. Würdest du sagen, dass diese Öffentlichkeit dir Vorteile gebracht hat in, oder jetzt nicht nur in der Modelbranche, natürlich hat sie ja wahrscheinlich in der Modelbranche was gebracht, weil man dich ja kannte, aber würdest du sagen, die Öffentlichkeit hat dir generell was gebracht? Oder hat es vielleicht auch Nachteile gehabt? Oder hat es vielleicht heute noch Nachteile bezogen auf irgendwas? Gebracht? In welcher Hinsicht? Also zum Beispiel jetzt in der Modelbranche. Sagen wir mal, genau, Gegenfall, ja. Sagen wir zum Beispiel in der Modelbranche. Hattest du das Gefühl, als du von Topmodel rauskamst, dass es ein Vorteil war, dass du mitgemacht hast, oder ein Nachteil? Auch wieder total unterschiedlich. Also bei manchen war ich halt schon bekannt, wusste, oder wir haben sogar Kunden gesagt, so, ja, ich war voll lieb für dich. Dann hat mir das natürlich was gebracht. Aber es gab natürlich auch viele, die wollen neue Gesichter und die wollen nicht irgendwo schon jemanden, der irgendwo war, sondern die wollen selber jemanden großziehen. Mhm. Oder jemanden, der nicht belastet ist mit schon einer Geschichte. So, das ist doch die eine. Sondern, dass man die Marke präsentiert, ohne dass man irgendwie eine Persönlichkeit mitbringt. Mhm. Aber ja, das hat mir trotzdem in diesem Beruf viel gebracht, weil ich halt auch mich bei verschiedenen Agenturen vorstellen konnte und die ja mir geholfen haben, weil die wussten, ich kenne mich in diesem Business irgendwie aus und bin halt nicht so von null gestartet. Mhm. Hallo, hier bin ich, darf ich mitmachen? Ja. Und so, also ja und nein. Du studierst, das heißt, du wirst, oder man kann ja schon fast sagen, du bist Lehrerin. Mhm. Wie verträgt sich das mit dem, was du gemacht hast und was du aktuell machst? Also auch mit diesem Öffentlichen? Gar nicht. Also es ist passt nicht zusammen. Also ein Lehrer ist so eine Figur, die hat kein eigenes Leben und macht privat auch nicht so viel. Und das ist nicht optimal. Meinst du, also du wirst es jetzt ja wahrscheinlich nicht einschränken, oder? Nee. Meinst du, dass du vielleicht dadurch irgendwie einen neuen Maßstab auch irgendwie setzen könntest? Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Weil ich finde es eigentlich ganz ehrlich, also das sage ich jetzt wirklich, ich finde das eigentlich cool. Ich habe mir auch oft diese Frage gestellt. Zum Beispiel bei Love Island oder so. Machen manchmal Leute mit, die studieren Lehramt. Und das ist ja eine unfassbar trashige Sendung. Ich gucke trotzdem super gerne, bin ehrlich. So. Oder auch Bachelor manchmal, ne? Dann denke ich mir trotzdem so, okay, ist in manchen Formaten schwierig, einfach was den Respekt betrifft, den man natürlich vor dem Lehrer haben sollte. Mhm. Ja? Je nachdem, wie der sich natürlich auch verkauft hat in so einer Show. Es gab manchmal Leute, wo ich so dachte, so, okay, die Karriere als Lehrer kannst du, glaube ich, beerdigen. Bei dir zum Beispiel finde ich das total unproblematisch. Und ich glaube auch, vielleicht finden die Schüler das sogar auch cool. Also ich war ja schon in der Schule. Ist ja nicht so, als würde ich nur über die Theorie sprechen. Und es ist schon so, dass ich ja also maximal bis zur 10. Klasse unterrichten würde. Und da ist es so, dass die Jüngeren, die haben keine Ahnung, das ist so lange her, die wissen das nicht mehr. Aber die älteren Schüler und deren größere Geschwister, die tratschen das schnell weiter. Und deswegen bin ich sehr gut damit gefahren, die Schule vorher Bescheid zu sagen, dass es sein kann, dass es passiert, dass das so ist. Und oft ist es durchs Lehrerzimmer nach außen gesickert, dass die Lehrer dann sagen, ja, das hier ist übrigens die. Wo ich so denke, oh, das passt jetzt hier gar nicht her. Aber wie reagiert dann so eine Schule, wenn man denen sagt, ach übrigens, mich gab es vor 10 Jahren mal sehr dominant in der Öffentlichkeit? Also in den Schulen, wo ich das halt vorher gesagt hatte, war das so, ja, okay. Ich glaube, die wussten nicht so richtig, worüber ich gerade spreche. Aber es ist dann so gewesen, dass es im Schulalltag einfach stört, weil dann klopfen die Kinder ans Lehrerzimmer und wollen mich sehen. Ja. Und wollen, ich habe eine Frage an Frau Bohnekamp. Und dann ist das natürlich ein bisschen schwierig so. Und auch im Unterricht kommen dann Fragen, und so, ja, okay, können wir das später klären? Also das ist nicht so gut. Problem ist, wie wäre es, würde ich viel länger an dieser Schule sein, dann wissen ja irgendwann alle Bescheid. Und dann
ist dieser Hype weg und alle wissen das. Und dann ist es mit Sicherheit leichter. Aber wenn das so gerade anfängt durchzusickern, dann ist das... Ja, ich wollte ja sagen, das macht dann auch die Runde. Mir hat auch jemand geschrieben, also du wurdest mir auch oft vorgeschlagen, ich hatte dich ja sowieso dann auf dem Schirm, da hat auch einer geschrieben, ja, frag doch mal die Hanna an, weil die hat bei mir in der Schule gearbeitet oder arbeitet noch in der Schule. Und total cool, so, weißt du? Also, aber ja, ich stelle es mir schwierig vor, aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie trotzdem so einen frischen Wind reinbringt, weil ja, auch ein Lehrer hat ein Privatleben, so, das ist so, ja, wie wenn unbedingt. Man... So, wenn man den Lehrer mal beim Einkaufen getroffen hat, so früher, dann war so, hä, wie, was? So, der Lehrer existiert nur in der Schule, so, ne? Der darf nicht einkaufen gehen und, keine Ahnung, Spaß haben. Ich fand es immer ganz strange. Meine Mutter hat sich damals zum Beispiel mit einer Lehrerin gut verstanden und dann war die manchmal da. Und ich fand das so total so, hä? Die darf nicht hier sein, das ist meine Lehrerin, so, ne? Ja. Bescheuert eigentlich, das aber... Das ist wirklich aber sehr festgefahren. Das ist ja auch so, ne, die Kinder sagen ja nächsten Tag auch in der Schule, ja, Frau Bonnekamp, ich habe sie in der Stadt gesehen. Nee. Glaube ich nicht. Und bald werden sie sagen, ich habe ein neues YouTube-Video geguckt. Ja. Voll cool. Ja. Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, das sind ja auch trotzdem interessante Themen, die du mit auf den Weg gibst, finde ich. Und ich finde... Ja, also es gibt auch nichts, wo ich mich schämen für würde. Also wenn du alles von mir ergoogeln willst und sagst, hier, guck mal, habe ich gefunden. Dann würde ich sagen, ja. Ja, so ist es. Also es ist auf jeden Fall trotzdem was du weitermachst auch. Ich hoffe doch. Ja. Ich finde es auch spannend. Dann können wir nämlich nochmal irgendwann so... noch so ist mein, in 10 Jahren. Ja, so ist mein Schulalltag. Als, ja, genau, natürlich auch eher. Hast du jetzt noch mit vielen anderen Kandidaten eigentlich Kontakt von früher? Den intensivsten Kontakt habe ich noch mit Luisa. Mhm. Mit der wunderschönen Luisa. Ich verliebe mich immer wieder neu in sie. Weil sie so ein... Also sie verändert sich irgendwie immer wieder krass und hat irgendwie immer wieder so ein... Okay, ich... Kein Liebesbrief an Sie, Kuss geht raus an dich, Luisa. Dann hatte ich aber noch einen sehr engen Kontakt zu Nele, auch sehr lange nach der Staffel noch und habe sie auch gesehen und habe sie mal in München besucht und so. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das hat sich aber leider immer mehr verloren. Aber ich schreibe noch mit ihr, ich schreibe auch noch mit Alisa und so. Aber trotzdem, jeder man sieht sich Leben, einfach ja. nicht mehr. Ne? Weil viele sind auch im Ausland verteilt. Und dann, ja. Verfolgst du Germany's Next Topmodel noch regelmäßig? Wieder. Also ich habe lange, hatte ich mal so ein bisschen, jetzt ist mal gut, jetzt will ich nichts mehr davon wissen, aber diese Staffel jetzt habe ich auch gesehen. Und? Ja. Fandest du gut oder schlecht? Also ich finde, es ist sehr anders. Es ist gar nicht mehr so, wie das damals war, aber ich habe es sehr geliebt, als es so umgestellt wurde, dass man immer so das Team mitgesehen hat und so, und du bist jetzt dran und dann wird jemand so rausgeführt, ja. Dann dachte ich so, ja, den kenne ich auch. Ja. Also das, für mich ist das ein besonderer Reiz, das zu sehen. Ich kann verstehen, dass manche sagen, ja, boah, jetzt schon wieder. Und, aber für mich ist das hochspannend, weil ich einfach dabei war und ich bin total subjektiv da. Was würdest du sagen über die Modelqualitäten von heute? Wurde damals mehr nach Models gecastet? Also oder findest du, heute wird nur noch nach Unterhaltung geguckt? Oder wie empfindest du das? Du kannst es euch besser einschätzen. Ja, also ich finde, es wird mehr darauf Wert gelegt, auch verschiedene Vorbilder zu schaffen. Also dass halt nicht so irgendwie die eine schüchterne, die sich dann wandelt und starke Frau wird. Das war, hatte ich das Gefühl, war es vorher irgendwie immer so ein bisschen. Ständig, so jedes Jahr. Immer. Genau. Und das ist ja aber auch so. Ja. Ne? Also man ändert sich. Und ja. Ist ja auch wahr. Aber ich habe das Gefühl jetzt so auch durch dieses... durch diese Diversität, die man jetzt dort sieht, die war vorher nicht möglich. Nee. Wir hatten bei uns eine, die hatte einfach ein Tattoo. Das war ein Riesendrama. Ja, das musste irgendwie verdeckt werden. Ja. So, ne? Und jetzt ist es halt voll cool. Und ja, man kann so ein Topmodel auch finden in diesem Bereich. Ne? Also es muss ja nicht so ein Topmodel sein, so wie das früher immer gesucht wurde, das alles kann und das gut sprechen kann, das gut laufen kann, das super skinny ist, aber trotzdem weiblich ist und so irgendwie alles haben musste, sondern in einem Bereich kann jemand auch einfach Topmodel sein. Ja. Ne, und warum nicht tätowiert, zum Beispiel. Die fand ich zum Beispiel super, die Mareike. Ja. Die fand ich irgendwie special, ne? Fand ich sie auch ja. unfassbar schön ansprechend, obwohl das nicht mein Stil ist oder so. Ja. Aber das muss man doch auch mal irgendwie
honorieren und damit auch ins Fernsehen bringen, damit Leute sehen. Das ist absolut. Mein Stil wäre es auch nicht. Ich traue mich ja nicht, mal ein kleines Tattoo stechen zu lassen, weil ich wahrscheinlich weiß, dass es mir in 2 Jahren nicht mehr gefällt. Und das ist ja dann so, ne? Das wegzubekommen ist ein Akt. Bei ihr ist natürlich ein Riesending. Aber ich finde so, es passt einfach zu ihr und sie verkörpert das. Und ich finde, wenn jemand das verkörpert, wie er auch aussieht und das auch authentisch ist, dann passt das einfach. Ne? Ja. Was ist denn, wenn du mal Kinder haben solltest und die sagen, Mama, ich möchte zu Germany's Next Topmodel gehen? Ja. Ich meine, ist jetzt natürlich... Dürfen sie natürlich. Dürfen sie, ja? Dürfen sie. Wenn sie das möchten, ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir auch so vor, ich wäre eine Mom, die nicht sagt, so läuft das hier, nicht anders. Also wenn sie das wollen, natürlich, aber... Ich glaube nicht, dass es das da gibt, bis ich mal Kinder habe. Ja, du, wir werden es irgendwann erfahren. Ich glaube, also es klingt ein bisschen utopisch, ich weiß, weil es sind jetzt, ne, du hast noch kein Kind, du bist nicht schwanger. Das heißt, wir rechnen jetzt mal noch 16 Jahre drauf, plus die Phase, wo du ein Kind bist. Also, ne, aber mir habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Formate wie TSCS, The Voice, Topmodel, es irgendwie auch noch in 20 Jahren geben wird. So vom Gefühl her. Ja. Insofern bleibt es spannend. Dann habe ich vielleicht irgendwann mal mit deiner Tochter hier ein Interview. Ja. Das wäre aber auch witzig. Ja, das wäre witzig. Du, wir sollten es nicht zu laut sagen. Ich habe die Befürchtung, es könnte vielleicht irgendwann eintreten. Ja, ich freue mich ehrlich gesagt schon. Ich mich auch. Es war mega spannend. Ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl. Ich habe aber so von dem, was ich fühle, im Gefühl... Wie oft habe ich das Gefühl gesagt, dass es unglaublich lange geworden ist. Ja. Was ich aber gar nicht schlimm finde, weil ich fand es echt mega spannend. Ich danke dir, dass du dir wirklich diese Zeit genommen hast, nicht nur für mich, sondern auch für die Community, weil ich eigentlich dachte, dass wenn ich dich anfrage, dass du Nein sagst. Nein, Mann. Weil ich so dachte, so vielleicht ist dir das unangenehm oder, weißt du? Nee, also ich schäme mich nicht für das, was da gewesen ist, nein. Finde ich gut. Eine gute Einstellung. Jetzt seid ihr natürlich am Drücker. Also Fragen könnt ihr entweder in die Kommentare schreiben oder ihr könnt ihr bei Instagram gerne schreiben. Ist alles verlinkt. Und oder natürlich YouTube abonnieren. Ja, wer eine lacht über diesen YouTube-Kanal. Nein, alles gestartet. Gut. Ja, du bleibst auf jeden Fall am Ball. Und ja, danke. Dann bedanken wir uns und ja, sehen uns beim nächsten Video wieder.